Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Disco Overwatch mit mir, dem Herzi. Und wird es das 2? Es wird das 2, alles klar. Wir sind in Runde 12, unser Suspect hat gute 8, 4, 10 Stats, also sogar negativ, ist zweiter Platz, keinen einzigen MVP. Und es geht Richtung A lang. So, aimt er ab. Gut, jetzt ist klar, Pit ist nichts. Lang ist soweit gut. Was, ja, hat er ihn gesehen hinten an der Kiste, pickt jetzt aber nicht nochmal rein, von hinten pusht schon einer. Hat er vielleicht sehen können, wenn er Wallhack hat, er guckt nochmal in die Richtung. Ganz komischer Blick so, warum sollte er nach links gucken, um zu checken, ob er pusht. Könnte gut sein. So, er weiß, sein Dude steht da aber auch, deswegen, okay. So. Aimt er nicht vor durch den Boden. So, da typische Position viel zu hoch, als wenn er den dicken Nowitzki treffen wollen würde. So. Gut, der war normal. Den hat er jetzt natürlich gesehen. Das okay. 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 Ich würde sagen, dass eigentlich alle normal waren. Den hinter der Kiste kam vielleicht ein bisschen lucky rüber. Ein bisschen. Aber eigentlich nichts Unnormales. So, wir haben übrigens nur 36% Headshot-Rate. Vielleicht geht er ja jetzt ab. So, mit negativen Stats ist er ja schon positiv. So, was ist er drauf? Da hat er den Repick gemacht. Typischer Move halt. Sein Mate geht down. Er pickt um die Ecke, um den Repick zu machen. Absolut normal. So, checkt der Pit, wirft er den Mono rein. Denkt sich so, was. Shit habe ich getan. Das war ganz komisch. Jetzt will er scheinbar Mitte runter. Smoke liegt. Smoke ist noch nicht aufgepoppt. Pusht jetzt aber trotzdem Smoke übrigens ganz schlecht an der Stelle. Autosniper beim Gegnerteam. 3 AWPs und eine Deagle Only vom Vortex. So. Schauen wir mal. Nee, das ist keiner. Oh, da kommt die Katze. Der Gizmo. Der Gizmo ist dort. Tauschen sie hier. Ein typischer AWP-Spieler scheinbar. Gegnerteam hat auch Hyping. So, wo kommt der erste Konflikt zustande? Die gehen Short durch. Keiner stand Mitte. Short steht der Close. Ganz lange nachgezielt, überhaupt nicht hektisch. War jetzt nicht ironisch gemeint übrigens. Absolut true. Kommt der Mono. Er steht ja ziemlich kacke, muss man sagen. Hat jetzt heiße Füße bekommen. So. Ah, ich werde schon angeschrieben wieder von Yannick. Geht er durch die Door? So, Seitenwechsel. Jetzt ist es doch mal spannend. City Side. Unser Dude scheint lang zu gehen. Die T's pushen auch, machen glaube ich einen Split Push, gehen auf jeden Fall Richtung Upper Mid. Haben da in der Mitte eingeholt, den Lower Cutters. Unser Dude verschiebt jetzt auf Short. Short ist eigentlich komplett clear. Das heißt, die müssten eigentlich gleich. Der müsste jetzt Kontakt haben und zwar jetzt. Ja. Hat einen geholt, hat nicht gereicht. 100% Headshot-Rate. So, Deagle. Also bis jetzt ist, also ich würde davon ausgehen, stand jetzt, dass hier nichts ist. Also, keine Ahnung. Ich fand jetzt keinen einzigen Kill, den man ihn hätte ankreiden können. Ich weiß gerade nicht, wo er hinlaufen soll. Ich glaube, er geht jetzt Richtung Short, weil keiner von seinen Mates Short steht. Ja. Aber die T's pushen halt auch Mitte durch. Wobei einer steht noch Short, einer von den Gegnern. Haben jetzt aber auch keinen Contact. Doch jetzt kommt der Contact. Okay. Er schießt so komisch mit der Deagle tatsächlich. Das war schön. Der ist ja
Es sieht ein bisschen, bei der Diegel sieht es ein bisschen komisch aus, muss ich es tatsächlich sagen. Jetzt chattet er rein, weil er halt auch gerade 4 Kills mit der Diegel gemacht hat. Ein 4K ist halt auch nice, muss man sagen. Eine war schön. Ja, der letzte Kill sah komisch aus. Er schießt davor. Okay. Ich muss tatsächlich an dieser Stelle jetzt gerade gestehen, dass ich die Map zu wenig gespielt habe, vor allem in der Position, um zu sagen, wenn man dahin aimt, ist es eine typische Stelle, wo halt jemand steht. Den hat er gehört. Er weiß halt auch, wo die Gegner sind. Er weiß, der kommt gepusht. Und den hat er gehört. Deswegen hat er auch die Ecken nicht abgecheckt. Schüttet er wieder rein, wahrscheinlich, weil er einen Mitte getroffen hat. Also es sah danach. Ich kann es halt schlecht beurteilen an der Stelle. Das ist halt echt dumm, weil ich jetzt den Spot tatsächlich nicht weiß. Aber so wie er hier vorher gespielt hat, also er checkt ja auch nachträglich die Ecken, wäre es halt bitter, wenn er halt so obvious seinen Wallhack halt zeigen würde an der Stelle. Deswegen, ich glaube es nicht, aber ab und an sind seine Schüsse echt merkwürdig. Also manchmal spielt er halt echt nicht gut. So, also dass er halt nichts trifft und manchmal ist er immer on point mit jedem einzelnen Schuss. So, ich müsste der Call ja raus sein. Nummer 9 weiß ja auch, dass beide da durchgelaufen sind und die wissen müssen jetzt auch wissen, dass beide halt auf Spot sind. Da hinten müssen sie nicht gucken, es sei denn, einer würde halt über City pushen. Die kommen jetzt aber auch gepusht, das hat man auch gehört. Da, das sieht halt. Es sieht halt echt ein bisschen strange aus. Als wenn er niemals den Drücker eingestellt hätte. Aber halt. Nee, also Spielbehinderung ist es nicht. Anderweitige Hilfe auch nicht. Sichthilfe würde ich jetzt auch, wenn die Door-Situation komisch war, halt nicht sagen. Und Zielhilfe. Ich glaube es nicht. Also, nee, glaube ich nicht. Nee. Also, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es anders seht. Und lasst gerne ein Like da. Oder dislike das Video, wenn euch meine Entscheidung nicht gefallen hat. Und schaut gerne weiter auf den Kanal. Bis dahin, haut rein, ciao.